Vicky fragt bei Twitter, sag mal, wer erhält die tausenden Euros aus den YouTube- und iTunes-Einnahmen von Ich hab Polizei? Bei YouTube, glaube ich, verdienen wir gar nichts, weil wir keine Werbung vorgeschaltet haben. Weil wir ein öffentlich-rechtlicher Sender sind, haben wir das ausgestellt. Wir müssen dafür bezahlen, dass wir bei YouTube laufen dürfen. Tatsächlich, das ist nun mal so. In der ersten Woche haben wir ungefähr 3.000 Einheiten bei iTunes verkauft. A 1 Euro. Davon kriegt erstmal 30% Apple. Das heißt, es bleiben noch 60% über. 2.000 Euro bleiben noch über. Davon gehen 60% wieder an das ZDF, das dadurch quasi seine Kosten wieder einspielt. 60% von 2.000 sind 1.200 Euro, sind also noch 800 Euro über. Und von den 800 Euro, die dann in der Produktionsfirma landen, können wir einen Praktikanten einen Monat bezahlen. Einen sehr guten Praktikanten, der sehr viel Geld bekommt. Den Praktikanten, ich krieg viel weniger. Ja, du nicht, Marlin. Du kriegst weniger, weil du bist eine Frau. Frauen werden weniger bezahlt bei uns. Frauen werden weniger bezahlt, aber nein, 800 Euro. Was, es wird einfach ein Topf getan und dann sind die Eintrittspreise nicht so hoch. Also was willst du mit 800 Euro machen? Ich weiß, es ist eine Menge Geld, aber es ist nun auch nicht so, auch ehrlich gesagt total erschreckend, dass man mit so wenig Verkäufen in die Charts kommt. Und bei YouTube, ich frage mich, ich werde mich auch auf jeden Fall dazu äußern, wie viel GEMA ich bekomme als Textdichter. 100% Textdichter. Kriege ich ja die Hälfte der GEMA-Sachen und unser Komponist Andreas Fabricius, der den Song gemixt hat und das Instrumental gemacht hat, der bekommt die andere Hälfte. Und ich werde zumindest da relativ offen sein und verraten, was ich dafür bekomme. Ich vermute mal, es wird nicht annähernd an das ranreichen, was Herbert Grönemeyer so abräumt oder Westernhagen. Ich glaube, es werden auch so im Jahr vielleicht 2.000 Euro sein oder sowas. Also es ist schon gut, aber ich sag mal so, wenn man das hauptberuflich machen müsste, so Hip-Hop, dann müsste man, ich sag mal, eine ganz schön große Fresse haben, um den Eindruck zu erwecken, dass man damit echt reich wird. Wird man nämlich nicht. Sorry. Picado 999. FAQ Jan. Was würdest du machen, wenn das Arbeiterpack beim Neo-Magazin Royal sich gewerkschaftlich organisiert? Ja, du bist Stefan Rabway. Ich mache einfach eine kreative Pause von für immer. Und die Leute können sich einen anderen Job suchen. Ganz einfach. Ich habe fast das Gefühl, dass die Firma an sich sowieso schon gewerkschaftlich und kommunistisch organisiert ist. Die ist wie so ein schwarmintelligenzartiger, riesiger Ego-Block, der eh im Raum steht. Also ich behaupte jetzt einfach mal, aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen, der sich beschweren kann, außer Marlin, die halt ein bisschen zu wenig Geld bekommt. Aber die ist halt Praktikantin. Und eine Frau. Sorry, Marlin, aber du weißt, wie es läuft. YouTube. Horst Rudolf schreibt, wieso sind denn die ersten 5 Folgen vom New Magazin Royale in der Mediathek gelöscht worden? Und warum kommt es mir vor, dass mit jeder neuen Folge eine alte Folge gelöscht wird? Das ist frei nach Michael Ende aus Die unendliche Geschichte, das Nichts, was langsam näher kommt und uns alle auffrisst. Und es fängt in der Mediathek an. Das ist eine ganz schön diepe Referenz. Viele Kinder, die in den 80ern oder 70ern geboren wurden, wissen, worum es geht. Die jungen Leute kennen nur Minecraft und haben keine Ahnung, was ich gerade geredet habe. Aber das Nichts, es kommt. Immer näher. Eines Tages sind dann 2 weg. Und wo nur eine nachkommt, dann sind 5 weg und keine kommt nach. Und dann steht ihr vor der Tür und wundert euch, warum es so neblig ist. Und auf einmal seid ihr weg. Tschüss! Jetzt bin ich auch weg!